Action, das sind Explosionen, waghalsige Rettungen, spektakuläre Stunts und natürlich immer auch Verfolgungsjagden und Fights, Fights, Fights. Action, sie ist das, was Kino besser kann als jedes andere Medium. Bücher sind besser für komplexe Ideen und psychologisches Ausleuchten der Figuren. Hörspiele stimulieren die Fantasie und sind ideal für unterwegs. Comics fügen ein Level von Abstraktion hinzu, die Irreales realer werden lässt. Aber nur bewegtes Bild plus Ton können Action unvergesslich machen und ohne Worte begeistern. Wenn sie gut gemacht ist, und das ist gar nicht so einfach, denn für jede gute Action-Szene gibt's Dutzende wirklich miese. Aber was macht Action gut? Warum ist das Finale in Endgame eine schlechte Action-Szene? Warum wissen wir nicht wirklich, was passiert in Captain America 2? Was macht das hier zu einer guten Action-Szene, während das hier schlecht ist? Und was ist überhaupt der Sinn hinter all der Action? Darüber reden wir heute im Spotlight. Ist es nicht völlig subjektiv? Der eine mag die Action, jemand anderem gefällt was anderes. Ja und nein, aber über Geschmack brauchen wir auch nicht diskutieren. Es geht mehr um den Sinn und die Funktion von Action und wie gut sie das umsetzen. Sind wir jetzt wieder bei Spektakel wie letzte Woche? Ja und nein. Letzte Woche haben wir ja darüber diskutiert, was es mit den Zuschauern macht, wenn wir wissen, wie Szenen gedreht wurden. Also ob real gedreht anders wirkt als CGI-Szenen, da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, das lohnt sich. Aber heute wollen wir uns direkt mit Action als quasi Pure Cinema-Element beschäftigen. Pure Cinema? Ja, Action ist die Fähigkeit des bewegten Bildes und Kino im Besonderen, etwas Packendes fast ohne Worte zu erzählen. Was erzählt denn eine Action-Szene? Da steht doch im Drehbuch wahrscheinlich nur A jagt B und am Ende schnappt er ihn. Und das füllt dann 10 Minuten im Film. Das kann vorkommen, aber es liegt dann am Regisseur, daraus etwas zu machen, denn gute Action ist Teil der Handlung. Ach was, sag bloß. Yeah, no shit, Sherlock. Das klingt jetzt erstmal sehr basic, aber es gibt genug Filme, da ist das nicht der Fall. Da ist die Action nicht Teil der Handlung, sondern unterbricht die Handlung. Wir hatten das ja neulich, wo es um visuelles Erzählen ging, schon mit Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Die Action-Szenen dort, die dienen weder dazu, neue Gegner einzuführen oder wichtige Plot-Elemente zu verdeutlichen. Sie erzählen auch nichts über den Helden selbst, also wir erfahren nichts über Wong und Doctor Strange im Kampf. Und wir erfahren auch absolut nichts über America Chavez. Und das gilt für fast alle Kämpfe im Film. Sie erzählen nicht die Story, sie füllen die Zeit zwischen der Story. Ist das nicht normal? Das ist doch in vielen Filmen so. Naja, man hätte die erste Szene auch nutzen können, um America Chavez einzuführen. Sie hätte auch anders auf den guten Strange reagieren können, also unseren Strange, Punisher zum Beispiel. Sie hätte aus Angst später versehentlich ihre Kräfte auslösen können, die wären dann eingeführt worden. Im entscheidenden Moment wäre Gargantos dann in ein anderes Universum geschickt worden, weil sie so ein Portal geöffnet hat. Sie hätte versuchen können, vor Gargantos und Strange während des Kampfes zu fliehen und unser Strange hätte im Zwiespalt gestanden, gleichzeitig Gargantos zu bekämpfen und sie zurückzuholen, weil er wissen will, wer sie ist, zum Beispiel. Ja, ja, hätte Fahrradkette. Aber das wird ja trotzdem alles erklärt im Film. Ja, aber eben nicht in einer Action-Szene, sondern im Café danach und später dann noch in diesem Flashback. Sie hätten diese Action-Szene nutzen können, um inhaltlich was über die Beziehungen der Figuren zueinander zu erzählen können und wie diese unter Stress reagieren. Stattdessen wird Story und Action getrennt und das ist bei Marvel sehr häufig der Fall. Nimm den Endkampf in Endgame, wo alle Bösen mal eben für 2 Minuten 12 vergessen, weiterzukämpfen, bis alle Helden schön durch ihre Portale gehüpft sind und auch danach ständig hübsche Pause machen, damit Peter Parker mit Tony knuddeln kann oder auf dem gigantischen Schlachtfeld ständig kleine Ruheorte sind, damit zum Beispiel Star-Lord und Gamora ihre Beziehung diskutieren können und so weiter. Das ist doch sehr rücksichtsvoll. Ja, aber es ist auch eine feine Trennung von Action und Story. Und vergleichen wir die Schlacht in Endgame, die auf einem unspezifischen Schrottfeld stattfindet, bei dem wir nie so richtig wissen, in welche Richtung wir gerade schauen und wo gerade was stattfindet, mit der Schlacht um Minas Tirith im dritten Herr der Ringe-Film. Die sind oberflächlich sehr ähnlich, die Szenen. Zwei gigantische Armeen kämpfen gegeneinander. Nur, dass Peter Jackson uns klar macht, wo wir sind und deutlich macht, was verteidigt wird. Die Stadt. Die angreifende Armee von Sauron fährt ihre Geschütze gegen die mächtige Stadt Minas Tirith auf. Sie katapultieren die abgeschlagenen Köpfe der Besiegten in die Stadt, um ihre Überlegenheit zu signalisieren. Das ist psychologische Kriegsführung, ehe sie anfangen, wirklich Steine zu schießen, die die Stadt beschädigen. Wir erfahren also etwas über die Taktik der Angreifer und gleichzeitig sehen wir das Ausmaß des Angriffs, weil Jackson immer wieder Luftaufnahmen einschneidet, die zeigen, wie groß die Armee ist und wie sie um die Stadt steht. Die Luftaufnahmen sind auch gerechtfertigt, weil gleichzeitig die Luftangriffe starten, die uns nebenbei auch noch wichtige Figuren des Films zeigen und wo die sind. Gandalf steht oben in der Stadt, guckt also auf das ganze Debakel runter. Die Handlung wird über die Action erzählt. Wir sehen, was auf dem Spiel steht, wie ausweglos die Lage ist. Wir überlegen, der Gegner wirkt, wie die Tore unter dem Angriff fast bersten. Das nennt man Stakes. Stakes. Nein, Stakes mit A, nicht schade. Stakes. Die Risiken. Die Zuschauer müssen wissen, was auf dem Spiel steht.
die Stadt könnte fallen, Sauron gewinnt. Und das wird rein visuell im Kampf immer wieder hervorgehoben. Bei Endgame schwieriger. Das Schlimmste ist ja eigentlich schon passiert. Also ist eigentlich nur interessant, ob Thanos besiegt wird. Aber da wir schon zweimal Kämpfe gegen ihn hatten, die ausgingen, wie es Horneberger schießen, wird jetzt Zeit aufgefüllt durch kleine Einzelepisoden, die uns aber nicht zeigen, wie der Kampf als Ganzes läuft. Ja, die meiste Zeit weiß wohl kein Zuschauer, wo die jeweilige Szene auf dem Schlachtfeld gerade stattfindet. Bei Jackson sehen wir, nachdem der Kampf aussichtslos war, plötzlich die Rohirrim-Armee, die kommt und wir sehen, von wo und wie die Schlacht gerade läuft. Wir sehen, wo sie steht, wie groß sie ist und wie das Verhältnis zu den Gegnern ist und wir sehen, dass sie noch nicht im Kampf sind, als sie vom König eingeschworen werden. Im Gegensatz zu Endgame hält der Kampf nicht an für sie. Sie sind noch kein Teil des Kampfes, bis sie losreiten und dann läuft der Kampf auch. Wir sehen, wie hoch die Opferzahlen sind. Wir sehen im Reiten die Entschlossenheit der Kämpfenden, aber auch die Angst der Bösen, die erstmals nicht mehr unschlagbar erscheinen. Und immer wieder zeigt uns Jackson, wo wir sind. Da sind die Reiter, dort die Gegner und das ist die Stadt, die es zu beschützen gilt. Also immer wieder die Stakes klar machen. Ja, aber auch Orientierung schaffen für die Zuschauer, zu sagen, dafür kämpfen wir, soweit ist der Angriff der Bösen. Bei Endgame ist das schwierig zu sagen, wie der Stand ist. Du könntest ganze Szenen untereinander austauschen und es würde weder von der Orientierung noch von der Spannung was ändern. Die Stakes und das Timing müssen stimmen. Gute Action hat immer eine unsichtbar tickende Uhr, die abläuft und sagt, wenn das passiert, dann hat der Gute verloren, der Böse gewonnen. Wenn die Bombe explodiert, wenn die Stadt erobert ist, wenn die Geisel getötet wird. Und um diesen Druck deutlich zu machen, muss es klare Stakes geben und Action muss eigene Dramaturgie haben. Nachdem die Rohirrim angreifen, scheint sich das Blatt zu wenden, aber dann kommen die Hadirim mit den Riesenelefanten. Die heißen Olifants oder Mumakil. Ja, und die Riesenelefanten wenden das Blatt wieder. So bleibt der Kampf spannend, weil wir visuell erzählt bekommen, welche Seite gerade die Oberhand hat und was die nächste Challenge ist. Das ist quasi wie Level in Games. Gute Action-Szenen sind nicht einfach nur Dinge, die passieren, die irgendwie cool aussehen, sie erzählen die Story. Und sie sagen, was die Stakes sind, klar. Meine Lieblings-Action-Szene ist ja immer noch die erste große Action-Szene aus T2, also Terminator 2, wenn drei der Hauptfiguren das erste Mal aufeinandertreffen. Der Film hat zuvor den T-800, also Arnold, den T-1000, also Roy Patrick und John Connor einzeln eingeführt und wir wissen, dass Sarah Connor in der Psychiatrie eingesperrt ist und immer noch Angst hat, dass Skynet wieder jemand schickt, der John killen soll, damit der nicht zum Anführer der Rebellen wird. Ist es die Szene, die im Mall anfängt? Genau. Zu dem Zeitpunkt wissen wir als Zuschauer, die den Film das erste Mal gucken, noch nicht, welcher Terminator gut und welcher böse ist. Denn immerhin war Arnold im ersten Film ein Terminator, der Sarah Connor umbringen wollte und es erscheint weird, dass sowohl er wie Robert Patrick John suchen. Im Mall treffen die beiden drei bisher separaten Handlungen zusammen. Als John im Flur steht, wird für ihn zunächst der Eindruck entstehen, dass der T-800 ihn killen will und der Polizist ihn retten. Aber natürlich ist es genau umgekehrt. Arnie rettet ihn und wir sehen erstmals die Fähigkeiten des T-1000 in Action und was sie für den Kampf gegen ihn bedeuten. Er ist aus flüssigem Metall. Rein über die Action werden drei Figuren zusammengebracht und ihr Verhältnis zueinander definiert. John hat erstmal Panik und traut keinem der beiden und flieht, was sehr verständlich ist. Gleichzeitig wird ihm klar, dass seine Mutter keine Spinnerin war, sondern immer recht hatte und er sie wie die ganzen anderen Leute nicht ernst genommen hat. Not cute. Wieder verfolgen ihn beide Terminatoren und John flieht mit seiner Honda XR. Simples Setup der folgenden Jagd. Und John ist das Steak. Der Steak. Genau. John soll überleben, weil er die Zukunft der Menschheit bedeutet. Er saust mit seiner Maschine weg und der T-1000 schnappt sich einen Truck und verfolgt ihn selbst in die Kanäle von L.A. Visuell wird verdeutlicht, wo ist John, wo ist der Truck, wo ist der T-800 auf seiner Harley. Wir haben den kleinen Jungen auf seinem winzigen Offroad-Motorrad verfolgt vom gigantischen Truck. Die Machtverhältnisse und Charaktere sind allein visuell klar. Groß, gewaltig gegen klein, wendig, aber schwach. Und durch den engen Kanal spüren wir die Auswegslosigkeit, die eine Richtung in die Jagd gehen muss. Es gibt kein Hin und Her auf einem Feld, kein Flitzen durch Straßen und Kurven und Abbiegen. Nein, wir haben eine klare Streckenführung durch den Tunnel. Riesiger Truck, kleiner Junge. Der Truck will den Jungen töten. Hinter ihm der T-800. Cameron macht ganz klar, wer ist wo. Wir wissen ganz klar die Motivation. John will beiden entkommen. Der T-800 will John retten, der T-1000 ihn umbringen. Vergleichen wir das mit einer Szene bei Dark Knight von Christopher Nolan. Jim Emerson hat das ja in seiner Analyse in The Cut Teil 1 getan. Da sehen wir einen Konvoi, der durch Gotham fährt.
in einem Gefangenentransporter sitzt Harvey Dent auf der rechten Seite in Fahrtrichtung betrachtet. Es scheint, als würde der Transporter durch die Stadt fahren, gefolgt von zwei Polizeiautos. Und bei den Shots im Inneren ist es schon jetzt schwer zu sagen, wer genau wo sitzt, obwohl wir es ja eben noch gesehen haben. Denn es scheint, als würde eine Wache an derselben Stelle sitzen, wo Harvey saß. Ach nee, da ist er. Ah ja, es kommt davon, wenn wir keinen Überblicksshot haben, der zeigt, wer im Inneren genau wo sitzt. Aber immerhin, dann gibt's Überblick aus einem Helikoptershot. Ein Polizeiwagen vorne, dann ein SWAT-Einsatzwagen, dann unser Transporter mit Harvey, dann die zwei Polizeiwagen. Drei Polizeiwagen? Keine Ahnung, wo der dritte im nächsten Shot plötzlich herkommt. Dann wird ein Polizeiwagen von einem Truck abgedrängt und rast durch die Pfeile. Aber welcher der Wagen hat den Truck jetzt erwischt? Man würde denken, den ersten, der voranfährt, doch der ist noch da. Es war der zweite hinter dem Transporter? Das ist sehr, sehr verwirrend geschnitten. Also anscheinend wurden zwei der merkwürdigerweise drei Polizeiwagen hinter dem Kastenwagen ausgeschaltet und einer ist noch da. Und warum wird Harvey zur falschen Seite geschleudert, als der Truck von hinten in den Transporter reinfährt? Und warum haben wir plötzlich die Seiten gewechselt? Denn die Fahrtrichtung ging doch eigentlich von links nach rechts bisher, aber drin haben wir einen Achsensprung gemacht. Einen was? Einen Achsensprung, auch bekannt als die 180-Grad-Regel. Im Film ist es wichtig, dass die Zuschauer wissen, wo wer ist. Wenn du zwei Leute hast, die sich gegenüber sitzen und du filmst sie von der rechten Seite, dann geht man von einer Linie zwischen den beiden Figuren aus, die Achse. Und solange du die Kamera auf der einen Seite dieser Achse bewegst, wissen die Zuschauer, wer wo ist. Die linke Person wird immer links erscheinen, die rechte immer rechts. Aber wenn du plötzlich von der anderen Seite filmst, ist es verwirrend, weil die rechte Person jetzt links erscheint und umgekehrt. Deswegen sind Filme sehr vorsichtig, wenn sie diese Achse überqueren. Beispielsweise durch eine Reihe von Cuts, die deutlich machen, wer wo ist, oder durch eine Kameraumkreisung. Aber es gilt die Regel, du schneidest nicht einfach über die Achse. Das nennt man dann einen Achsensprung. Vor allem, da der nächste Cut wieder die Fahrer zeigt, die wieder in die richtige Richtung geschnitten sind. Und Nolan macht das? Ja, wir haben ja gesehen, wo Harvey sitzt am Anfang. Wissen also, wo er im Auto ist. Die ganze Action verläuft von links nach rechts. Also müsste der Shot eigentlich gespiegelt sein, wenn die Richtung beibehalten wird. So verwirrt es die Zuschauer. Aber wir sehen nochmal, wie die Autos fahren. Erst das SWAT-Car, dann der Transporter, dann der böse Truck, gefolgt vom letzten Polizeiwagen, der aus dem Nichts kam. Und bums, kommt plötzlich ein weiterer großer Truck und haut dem SWAT-Wagen weg mit einem weiteren Achsensprung. Eben noch, wo alles von links nach rechts, jetzt fährt der Wagen von rechts nach links und wir ändern wieder die Richtung für einen Reaction-Shot und dann fliegt der SWAT-Wagen entgegen jeder Physik in die entgegengesetzte Richtung, aus der er kam, ins Wasser, was versucht wird, mit einem Schnittkamikaze ein bisschen zu vertuschen. Und der neue Truck, der seitlich den SWAT-Wagen rammte, fährt jetzt plötzlich wo? Ist er auf derselben Strecke wie der Konvoi? Das sieht kurz so aus. Ach nein, er ist magischerweise auf einer Straße neben dem Konvoi. Und ja, wir haben schon wieder die Achse übersprungen. Einfach so und erfahren, der Joker ist im neuen Zaubertruck und schießt auf den Transporter mit Harvey, was uns hilft, auch endlich zu wissen, wo diese dumme Wache in seinem Wagen sitzt. Wir können zu dem Zeitpunkt nur raten, wie der Konvoi jetzt aussieht. Polizeiwagen vorne, dann Transporter, dann böser Mülltruck. Ups, das war's wohl für den Polizeiwagen vorne. Naja, aber Terminator 2 hat ja auch seine Fehler. Wir sehen zum Beispiel eindeutig, wie die Windschutzscheibe des Trucks des T-1000 rausplatzt, wenn er in den Kanal reinkracht, und später ist sie dann wieder drin. Mal mit Loch, dann angerissen, bis er sie schließlich wegmacht. Ja, aber das ist ein Unterschied. Wir reden nicht von Continuity-Fehlern. Auch bei Dark Knight gibt's Scheinwerfer, die mal kaputt sind, dann wieder heile. Je nachdem, wo geschnitten wird, das kann passieren. Und das ist jetzt auch nicht entscheidend. Es geht darum, dass der Zuschauer weiß, wo die Figuren sind. Und das weißt du bei T2. Wenn Arnie am Truck vorbeifährt und John Connor rettet, merkt der, dass Arnie der Gute ist. Die beiden entscheidenden Figuren des Films werden vereint und die Richtung der Jagd bleibt die komplette Zeit klar. Wir ändern erst die Richtung, als der T-1000 gegen die Brücke kracht und der Truck explodiert, um dann zu sehen, wie er aus den Flammen kommt. Also nochmal betont wird, er ist quasi unzerstörbar. Story wird über die Action erzählt. Dark Knight schneidet gegen jede Sehgewohnheiten und macht es uns unnötig schwierig zu verstehen, was passiert. Wenn wir vom Joker, der anscheinend etwas sieht, zu einem Point-of-View-Shot schneiden, der das Batmobil, den Tumbler, auf uns zurasen zeigt, sagt es uns, Batman fährt auf den Truck des Joker zu. Aber nein, Batman rast auf den Transporter zu, der gerade noch ausweichen kann, warum auch immer, um den Mülltruck der Bösen zu rammen.
Also das Auto, in dem der Joker nicht sitzt, der ja auf der Spur rechts davon fährt. Und was ist mit dem letzten Polizeiwagen passiert? Und wo ist Harveys Transporter, wenn Batman die Bazooka vom Joker abfängt? Und ach, es ist ein einziges Kuddelmuddel und den Zuschauern wird nie die Chance gegeben, Raum und Position der einzelnen Elemente wirklich zu verstehen und zu verfolgen. Das gleiche gilt, wenn Batman am Ende die Geiseln im Hochhaus befreit. Wir wissen nie, wo jetzt wirklich jemand ist. Und das macht die Filme schlecht? Nein, aber es macht sie weniger spannend. Wir erfahren wenig über die Figuren. Wir erfahren nichts über Jokers Plan. Wir erfahren aber auch nichts über Batman, sein Verhältnis zu Harvey Dent. Wir wissen lange Zeit nicht mal, wo genau Harvey sitzt. Und die Szene trägt unterm Strich wenig zur Geschichte bei. Ganz im Gegensatz zur brillanten Krankenhausszene im selben Film, die uns sehr viel über den Joker als Persönlichkeit verrät, wenn er dann da rausgeht und das Ganze in die Luft jagt. Es geht nicht um gute oder schlechte Filme, sondern um Action-Szenen. Die Konvoi-Szene ist konfus geschnitten und hat zwar eine Distanz, ist aber nicht sehr spannend, weil wir die Stakes nicht kennen und die Motivation der Beteiligten auch nicht klar wird und wir über weite Strecken einfach nur sehen, dass Zeugs passiert, aber nicht was. Wir wissen nicht mal, wie viele Autos zu welchem Zeitpunkt am Konvoi teilnehmen. Also machen schlechte Action-Szenen nicht den ganzen Film schlecht? Nein, aber sie zeigen die Schwächen des Regisseurs. Nolan ist selten wirklich gut darin. Er schneidet gerne wild durcheinander, flüchtet sich in Nahaufnahmen und interessiert einzelne spektakuläre Momente mehr, als dass die Action-Szene an sich als Ganzes gut ist. Aber selbst schlechte Filme können gute Action-Szenen haben. Gore Verbinski ist zum Beispiel sehr gut darin. Der hat ja unter anderem die Pirates of the Caribbean-Filme gedreht. Sein Lone Ranger ist jetzt ganz sicher kein Meisterwerk, aber die finale Jagd auf dem Zug ist extrem effektiv und abwechslungsreich inszeniert. Wir sehen, wie Lone Ranger auf den Zug kommt, mit dem Pferd, so physikalisch unwahrscheinlich das ist, aber der Weg wird uns erklärt. Wir sehen, wo er ist, wo sein Kumpel Tonto ist, wir sehen, wo die Gangster sind und was auf dem Spiel steht. Die Frau und das Kind müssen gerettet werden. Wir wissen immer, was gerade abgeht und wo er ist. Kleine Siege wechseln sich mit neuen Bedrohungen. Und wenn wir gerade bei Zügen sind, das Finale von Zurück in die Zukunft 3. Wenn Marty und Doc den Zug entführen und mittels Spezialantrieb, der bei bestimmten Temperaturen aktiviert wird, die benötigte Geschwindigkeit erreichen, um das Auto in die Zukunft schicken zu können. Super elegant inszeniert. Wir erfahren die Stakes. Marty muss bei gewissen Wegmarkierungen gewisse Geschwindigkeit erreicht haben, wenn er es schaffen will. Wir bekommen das farbig kodiert. Wir wissen also später, wenn sich der Rauch des Zugs farblich ändert, welche Stufe gerade erreicht wurde. Und wir wissen, wo es endet. Wenn sie den Speed nicht erreichen vor dem Abgrund, dann stürzt Marty in die Tiefe. Und die Kamera bleibt auch konstant auf einer Seite des Zuges. Wir wissen, die Action geht von links nach rechts. Erst ganz am Ende wird vorsichtig die Achse gewechselt, als Doc und seine Freundin nicht mehr an Bord sind. Gleichzeitig wird während der Action der Charakter-Arc von Doc und seiner geliebten Clara zu Ende erzählt. Sie folgt ihm, springt auf den rasenden Zug, schafft es, ihn auf sich aufmerksam zu machen gegen den ganzen Lärm und er entscheidet sich, mit ihr in der Vergangenheit zu bleiben. Storytelling durch Action. Plus klare Ziele, klare Gefahren und Stakes und die Zuschauer wissen die ganze Zeit, wer wo ist. Gute Action wird klar erzählt und auch während der Action bleiben die Risiken und Ziele und wie weit die Helden sind, diese Ziele zu erreichen, klar. Bei Transformers, Film von Michael Bay, ist alles ein Wust aus Nahaufnahmen. Du könntest in den Schlachten ganze Momente austauschen und es wäre egal. Klare Action wird klar erzählt nochmal. Schlechte Action ist das Gegenstück dazu, wenn du über einem Baby mit einem Schlüsselbund rasselst. Das wird auch hingucken, weil da irgendwas passiert, aber es ist keine Dramaturgie, keine Spannung. Nach endloser Action wie in Man of Steel, da fühlen wir uns oft auch eher ausgelaugt vom endlosen Gekloppe, während eine endlose Verfolgungsjagd wie in Mad Max Fury Road uns eine ganze Welt erzählen kann, plus alle Figuren und das ohne große Monologe. Gute Action zeigt auch, wie gut der Held ist, wenn Jackie Chan über Hindernisse, über Zäune springt und wir sehen, was er drauf hat. Schlechte Action ist Liam Neeson in Taken 3, wo wir nach ein paar Sekunden nicht mehr wissen, wer ihn in welche Richtung verfolgt und der, um über einen Zaun zu springen, in 3 Sekunden 14 Cuts benötigt. 14 Cuts. Jackie Chan? Liam Neeson. Ja gut, Neeson ist halt nicht mehr der Jüngste. Klar, aber sie hätten das Ganze auch mit einem Stuntman drehen können in einem Take und so, dass alles verständlich bleibt. Action in Nahaufnahmen zu drehen ist oft einfach Faulheit und Zeitersparnis, weil man nicht so viel vorplanen muss. Wenn du nah dran gehst, dann kannst du es immer irgendwie zusammenschneiden. Marvels Winter Soldier lässt den ganzen Fight zwischen Bucky, Black Widow und dem Cap in Nahaufnahmen inszenieren und so zerstückelt, dass von der Fightkunst der Stuntleute, die wirklich ganz gut ist, kaum was übrig bleibt und wir bekommen nie ein Gefühl für den Ort, an dem sich das Ganze abspielt. Besteht Gefahr für Zivilisten? Worum geht's überhaupt? Egal. Das Einzige, was zählt, ist der Moment nach der Action, wenn Bucky die Maske nicht aufhat und Cap ihn erkennt.
Die Story wird nach der Action erzählt. Und das ist echt schade und kommt auch davon, dass Regisseure bei Marvel in vielen Fällen nicht die Action drehen und konzipieren. Außer James Gunn vielleicht, der da viel Spaß dran hat. Aber Marvel hat sein eigenes Team, die Action-Szenen konzipieren und den Filmemachern das Ganze dann quasi abnehmen. Während sich jemand wie James Cameron selbst mit einer Kamera unter einen Heli gehängt hat, um für True Lies das Finale zu drehen. Cameron ist genau wie George Miller oder Gore Verbinski ein Action-Regisseur, der weiß, dass die Action Teil des Films ist und nicht nur Zeit zwischen den Erklärungen füllt. Und wenn das Publikum es mag, wenn nur mit dem Schlüsselbund gerasselt wird? Dann sind wir leider doomed. Doom! Doom! You're doomed! Doom!